Wenn du in dieser Zeit Fotograf werden möchtest, dann ist es wirklich wichtig, dass du den Fokus auf das Endergebnis, also sprich auf das Bild legst. Und, natürlich musst du wissen, wie man das Handwerk bedient, wie man eine Kamera bedient, das Licht ist sehr wichtig. Aber das Endergebnis ist das Wichtigste, denn wenn du heute in eine Galerie gehst oder dir ein Buch anschaust, dann geht es darum, dass die Leute einfach eingefangen sind und dass sie etwas sehen, was sie noch nie gesehen haben, dass sie wirklich fokussiert sind auf das Bild. Und noch wichtiger ist natürlich, dass du das fotografierst, was du liebst. Wir sind hier in Kanada, next zu den Rocky Mountains. Ja, wir sind hier auf einer wundervollen Farm, im Paradies. Für mich ist es hier wie ein Schritt zurück in die Vergangenheit. Und was für mich hier wichtig ist oder was ich hier gerne fotografieren möchte und einfangen möchte, sind die Leute, die hier leben, die Umgebung, die Landschaft, die wundervolle, aber natürlich auch die Pferde. In meiner früheren Zeit, in meiner Karriere, am meisten oder bekannt wurde ich mit Porträts von internationalen Stars. Ich habe die Fotografie in den letzten Jahren sehr stark geändert und möchte einfach auch ein bisschen Dinge zeigen, die andere nicht gesehen hätten, ohne mich. Wir hatten eine sehr schöne Strecke mit geistig beeinträchtigten Menschen, aber natürlich auch die schönen Dinge wie die letzten Wildpferde. Auf der anderen Seite gibt es aber die Menschen, die Personen, die werden porträtiert, die muss man einfach so einfangen, wie sie sind. Ich möchte sie nicht verändern, ich möchte einfach deren Seele einfangen, die müssen sich dann vor allem sehr wohlfühlen bei mir. Und wenn man sie in ein Studio bringt, dann ziehen sie sich zurück, sie gehen in sich hinein und man verliert sehr viel. Und das Wichtigste in einem guten Porträt ist einfach, man schaut in den Augen der Person, die man fotografiert hat, und man erhält dort einfach einen Einblick in deren Seele. Pferde sind Ausdruck Kraft und Stärke und sie sind einfach Sinnbild von Amerika. Und daher ist es einfach ein großartiges Gefühl, mit diesen Tieren hier arbeiten zu dürfen. Ich bin ein Fotograf, der sehr gerne draußen am Set arbeitet, on locations, immer mit der Kamera unterwegs ist. Daher ist es für mich wichtig, als Fotograf Software zu verwenden, die einfach schnell mich zu den Ergebnissen bringt, die ich einfach haben möchte und nicht kompliziert und stundenlang irgendwelche Programme lernen muss. An solchen Plätzen zu fotografieren, wo es so ruhig ist, wo es ein bisschen zurück in der Zeit ist, macht natürlich nicht nur viel Spaß, sondern man lernt sehr viel. Man lernt, dass man draußen in den großen Städten oder in anderen Plätzen der Welt, wo es alles sehr stressvoll ist, sehr schnell zugeht, in der heutigen Zeit man dennoch einmal drüber nachdenken kann, vielleicht einmal ein bisschen sich zurücknimmt, alles ein bisschen leichter. Und für mich ist es wichtig, das in den Fotos einzufangen. Und die Menschen, die das dann draußen sehen, in Galerien, in Museums oder in meinen Büchern, vielleicht auch ein bisschen dieses Gefühl, was ich habe hier. Denn für mich wird es hier sicherlich auch dazu beitragen, ein bisschen andere Dinge mit anderen Augen zu sehen, dass es auch vielleicht sie ein bisschen ändert.